Ich möchte euch jetzt in den nächsten paar Minuten vorstellen, was in Verband in den letzten Jahren passiert ist. Es werden die Förderstellen oder generell, was den Verband betrifft, ändern sich die Vorgaben der Förderstellen. Da ihr unsere... Ist sie keine Sekunde? Ja. Da ihr unsere Zukunft seid, wollte ich euch das nochmal vorstellen, was gefordert wird, was wir uns erwarten, wo wir hin wollen. Ich gehe gleich wieder ins Riesel. Wenn wir unseren Verbandsstruktur oder das Logo nochmal anschauen, das ist ein schönes Logo. Was bedeutet das? Wir wissen es alle. Das O. Steht einmal für Österreich. Ja. Das verbindet uns alle. Ich mag das immer schön bildlich darstellen. Ich freue mich, seid die Besten des Landes. Wir sitzen alle da zusammen. Und wir sind alle, also der österreichische Leichtathletikverband. Ja. Das heißt, Leichtathletik bedeutet Sprint, Hürdenlaufen, Laufen, natürlich auch Hindernis, Wurf, Sprung und natürlich der Mehrkampf, der alles vereint und das Gehen. Das macht schon gar nicht so einfach, weil wir halt sehr viele Disziplinen vereinen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Rudern hernehme, dann ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben eine Sportart, das heißt Rudern. Wir haben vielleicht 4, 5 Bootsklassen, die olympisch sind. Und im Prinzip können die mit einem Nationaltrainer den ganzen Sport bespielen. Wir haben so viele verschiedene, ihr seht, wir haben so viele verschiedene Disziplinen, dass das sehr schwierig ist, weil wir natürlich für jede Disziplin einen Trainer bräuchten. Und das macht alles ein bisschen schwieriger. Es macht natürlich dann Sinn, zum Beispiel den Mehrkampf zu unterstützen, weil im Mehrkampf schon sehr viele Disziplinen vereint sind. Und wir wollen im Prinzip, wir wollen schauen, dass wir über die Breite alles versorgen können. Wenn wir Wissen nicht haben, müssen wir es uns halt aus dem Ausland holen. Und wir können nicht überall Weltklasse sein, sind wir auch noch nicht, aber in Zukunft wird es halt so sein, wenn Talente früh erkannt werden, müssen wir schon früh genug schauen, dass wir auch das Wissen haben, diese Talente nach oben zu führen. So, und Verband, was heißt Verband? Wir sind einer von 60 Sportverbänden Österreichs. Und genau da wird dann innerhalb dieser 60 Verbände wird dann die Förderung vergeben. Das heißt, wir werden verglichen mit allen anderen Verbänden und am Ende des Jahres gibt es dann diese Verbandsgespräche. Da werden wir eingeladen, mit dem Sportministerium und mit dem Förderfonds zu sprechen, was wir vorhaben. Und am Ende dieser Gespräche entscheiden die Geldgeber, das ist im Sportministerium, entscheiden, welcher Verband welche Mittel bekommt. Und da ist es natürlich wichtig, wie man als Verband medial rüberkommt, wie wir uns verhalten, welche Erfolge wir haben. So, wie ist die Verbandsstruktur? Ich möchte euch nicht alle Gremien darstellen, weil das ein bisschen zu lang wäre, nicht zu ins Detail, ganz grob. Die Führung basiert über den Vorstand des ÖLV. Da sitzt ein Präsident und bis jetzt waren es 5 Vizepräsidenten drinnen, die können alles beschließen, was von der Sportkommission, was vom Sportdirektor und vom Generalsekretär vorgeschlagen wird und im obersten Gremium, also im Vorstand, wird das dann beschlossen. Wir haben derzeit, unser Präsident ist die Sonja, Magister Sonja Spendelhofer und es gibt eine neue Präsidentenwahl, am Verbandstag wird das dann beschlossen. Sie ist jetzt dann interimistisch. Generalsekretär, das ist der Magister Helmut Baudis derzeit, außersportliche Führung. Dann Sportdirektor hat die sportliche Führung. Geschäftsstelle im ÖLV, da sitzen unsere Sekretärinnen drin, da wird die Verwaltung und die Organisation beschrieben. So, nun zu der Ausführung. Wir haben verschiedene Trainer, wir haben Verbandstrainer, Landestrainer und Heimtrainer. Was ist der Unterschied? Im Prinzip, fachlich können alle drei Weltklasse sein. Sind es auch oft. Es ist halt so, dass der Verbandstrainer, der wird vom Verband finanziert. Der Landestrainer wird meist über das Land finanziert, kann aber Teilfinanzierung auch über den Verband. Es gibt auch Kombinationen, dass man zum Beispiel der Verband zahlt einen Teil, das Land zahlt einen Teil und dann kann man einen Landestrainer anstellen. Und die Heimtrainer sind sehr viele, die sind ein ganz wichtiger Teil. Die werden über Aufwandsentschädigung so entschädigt, dass sie halt das betreiben können. Ich weiß selber, ich war lange Heimtrainer und auch dann Verbandstrainer später. Ich weiß, dass wir auf die Heimtrainer wirklich angewiesen sind.
Ich habe es auch sehr lang ehrenamtlich gemacht. Es ist ganz wichtig, dass unsere Athleten mit den Trainern zusammenarbeiten, die eigentlich oft ihre private Zeit zur Verfügung stellen. Und ich möchte mich da auch mal herzlich bedanken für den Einsatz. Was man natürlich noch dazu sagen muss, Physiotherapeuten, Ärzte, das Team der Regeneration ist natürlich auch ein wichtiges Team. Diese sind auch nicht angestellt, das geht auch ans Entschädigung. Das sind alles Baustellen, an denen wir in Zukunft sicher arbeiten müssen, weil wir müssen die Regeneration noch mehr ins Boot holen, dass es euch dann lange gut geht und dass ihr gut Leistung betreiben könnt, ohne irgendwelche Schäden oder irgendwelche Verletzungen. Und dann natürlich die Athleten, A-B-Kader, Nachwuchskader oder Elite-Nachwuchskader und auch Nicht-Kaderathleten gehören natürlich auch zu den Athleten und zur Ausführung. Also das wäre mal so grob die Struktur. Jetzt einmal zur Verbandsstrategie alt bis 2010. Ein bisschen verspitzt, also überspitzt formuliert. Die Struktur des Verbandes hat sich ändern müssen oder muss sich ändern. Weil früher wurden die Regeln oder wurde nicht so nach Leistung unterstützt, wie es heute ist. Also zum Beispiel, wir hatten früher, vor 2010, zwei angestellte Trainer. Und diese zwei Trainer haben eigentlich hauptsächlich die Impulsseminare gestaltet und verwaltet und versuchten die Trainer untereinander zu vernetzen. Hatten aber keine Athleten, die sie selber trainiert haben oder zu Wettkämpfen, also nicht aus dem Kader. Ja. Das heißt, also wir haben eigentlich zwei Trainer gehabt, die schon organisatorisch sehr gut gearbeitet haben und diese Impulsseminare schon auch zu sehr großen Veranstaltungen ausgearbeitet haben. Und zwar, da waren oft Teilnehmer über 100 Leute. Und das waren tolle Veranstaltungen, jedoch müssen wir auch Leute trainieren, weil wir ja im Endeffekt dann das Ziel des Verbandes muss sein, viele von den Kaderathleten zu Erfolgen zu führen und die dann auch möglichst in der allgemeinen Klasse. Früher hat es etwas mehr Spartentrainer gegeben, die dann pro den Disziplingruppen eine Aufwandsentschädigung erhalten haben und das waren dann auch meistens die Heimtrainer der jeweiligen Kaderathleten. So hat man das dann versucht, den Aufwand zu entschädigen, dass man sagt, gut, der beste Athlet, schaut man, dass sein Heimtrainer dann auch der Trainer ist, der Spartentrainer im Land ist. Wenn man es jetzt vergleicht, nur dass ihr ein bisschen einen Vergleich habt, wir haben relativ bescheidene Kadermittel gehabt. Also ich kann mich noch erinnern, ich war einmal Top 10 der Welt und habe 500 Euro Kader Budget gehabt und kann mich erinnern, mein Trainingslager hat 3600 Euro gekostet. Ja. Und ich war Top 10 der Welt. Da hat sich viel geändert, weil unsere Kaderathleten jetzt, wenn sie alles erfüllen mit Finalteilnahme, dann kann es bis zu 3500 gehen und beim B-Kader bis zu 2500. Was auch ganz kurz früher ein Thema war, was natürlich sofort abgestellt werden musste, ist, also Team Rot-Weiß-Rot, die geforderte Athleten, hatten eine Zeit lang nur die halbe Förderung bekommen. Das finde ich nicht gut. Das wäre so, wenn man Roger Federer sagt, wenn er zwei Wettkämpfe hintereinander gewinnt, dass man sagt, okay, du kriegst beim zweiten Wettkampf nur mehr die Hälfte, weil du warst eh schon so gut. Also wir müssen, da müssen wir natürlich, wenn die Team Rot-Weiß-Rot-Förderung, die nicht vom Verband übernommen wird, sondern vom Sportministerium extra, müssen wir natürlich 1-1 durchreichen. Ja. Ein Athlet, der sich bemüht hat, auch das Recht, alle Förderungen, die er vom Staat so bekommt, dass sie bei ihm direkt ankommen. Es hat früher bei der Verbandsförderung eher ein Mischkannensystem gegeben, kleine Beträge, viele Leute. Da war es aber noch ein bisschen leichter mit der Abrechnung. Heutzutage sind die Abrechnungen sehr schwierig. Wir kriegen wirklich genaue Vorgaben, so dass man oft schon die Trainingslager im Vorhinein angeben muss, welche Hotels, welche Flüge. Und ein großes Problem ist zum Beispiel die Abrechnung der Flüge, wenn du da nicht eine Rechnung hast direkt von deiner Bank, dann wird da nicht gern oder wird manchmal sogar das Geld zurückgezogen. Das heißt, wir haben eine eigene Team Rot-Weiß-Rot, zum Beispiel eine eigene Team Rot-Weiß-Rot Abrechnungsleitlinie, die hat die erstellt. Wichtig wäre es bitte, dass wenn ihr die Kaderförderungen abrechnet, vorher mit uns redet, dass es leicht für euch auch geht. In Zukunft wollen wir das so machen, dass wir vierteljährlich schauen, welcher Athlet was verbraucht hat
dass wir nicht am Ende des Jahres dann irgendwie sitzen bleiben oder nicht die Förderung bekommen, wenn wir es nicht abrechnen können. Also das werden wir in Zukunft vierteljährlich werden wir nachfragen, was ihr braucht und werden schauen, dass wir es früher abrechnen, damit man da nicht Probleme bekommen. Ja, was uns als Verband, da müssen wir uns selber auf die Füße selber steigen, wir müssen sportliche Erfolge besser nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, 2002, das war vielleicht ein bisschen vor eurer Zeit, da hatten wir 3 Medaillen in Österreich bei der Europameisterschaft, halben Europameisterschaft, 3 Medaillen. Und der Ansatz muss sein, also wenn ich 3 Medaillen im eigenen Land habe, muss ich mindestens eine Halle aufstellen. Oder zumindest so nachhaltig was schaffen für den Sport, dass wir dort trainieren können oder wieder mehr trainieren können. Ein kleines Beispiel, Radstadion war eine gute Veranstaltung. Und daneben erkennt ihr alle die Sport- und Fun-Halle. Die war zum Aufwärmen damals für die Europameisterschaft. War eine super Halle, eine kleine Halle, zwar eine Rundbahn, aber super zu nützen für die Leichtathletik. Wenn wir jetzt schauen, 3 Jahre später, drinnen wird gespielt. Basketball, Tischtennis, ich glaube noch Landhockey. Wir haben uns dort vertreiben lassen. Das darf in Zukunft nicht passieren. Also das heißt, wenn wir Veranstaltungen im eigenen Land haben, müssen wir schauen, dass wir nachher die Trainingsstätten für uns gewinnen und dann auch nutzen können. Regenerationsmaßnahmen, ganz wichtig. Da müssen wir viel noch machen und da müssen wir aber auch mal starke Partner. Die wurden auch zu meiner Zeit, ich habe damals versucht, physische Massageunterstützung zu bekommen, hat sie immer geheißen, ist Vereinsangelegenheit. Ist es nicht. Ist Verbandsangelegenheit genauso. Und wir haben, also wenn ihr einen Weg hat, wird ihr selber wissen, ihr habt 500 Euro extra für die regenerativen Maßnahmen. Und das gehört einfach dazu. Und Sport ohne Physio, Massage oder Arzt ist nachhaltig nicht möglich. Jetzt, und damals wurde den Strukturen des Bundes entsprochen. Genauso wie jetzt, nur haben sich die Orte verändert. Deswegen, da komme ich dann auch noch später darauf zurück. Wir hatten schon einmal in den 90er Jahren, da bin ich gerade selber als Athlet so zu den Weltmeisterschaften das erste Mal gekommen, da hatten wir eigentlich einen sehr guten Ansatz. Wir hatten einen ausländischen Cheftrainer, Popov, der war in der Südstadt, der hat einige Athleten trainiert und hat auch ein bisschen organisatorisch mitgeholfen. Die bessere, noch bessere Variante war mit dem Trellenberg, Sportdirektor des 90, ich glaube, wann ist 95 gekommen? 92. Das war, der hat mit Hannes sehr gut zusammengearbeitet. Das war eigentlich so, Hannes war im Büro, hat sehr viel Organisatorisches zu tun und man kann nicht von einem erwarten, der organisatorisch so viel zu tun hat, dann auch noch rauszugehen und die Athleten alle zu treffen. Das hat der Trellenberg dann machen können, der hat das auch sehr gut gemacht. Das war eine gute Konstellation mit dir und Trellenberg damals. Und das ist auch eins, kommen wir auch später zurück, das ist wieder was, an dem wollen wir uns wieder orientieren, dass ich das mit Hannes gemeinsam mache. Ja. Weil wir müssen einfach schauen, dass wir näher zu den Athleten kommen und die Probleme früher erfahren und mit ihnen arbeiten, dass wir bessere Lösungen finden. Ganz überspitzt, ein bisschen ausgedrückt, früher waren die Kaderathleten und die Leistungsträger relativ anfressen, die Mitglieder nicht, weil sie haben im Verhältnis zu dem, was sie aufgestellt haben, nicht immer die besten Förderungen bekommen. Ich weiß selber, wir waren einige Leute bei den Olympischen Spielen 2000 und im Prinzip hatten wir alle unsere Trainer selber finanziert, es war kein einziger Verbandstrainer dabei und es waren lauter Insellösungen. Und das sollte in Zukunft, wir wollen mehr Kaderathleten haben und die sollten mehr zufrieden sein als in der Vergangenheit. Wir müssen uns Ziele setzen. Was ist unser Ziel? Unser wirkliches Ziel ist auch im Helmut und Hannes, haben wir das schon länger beschlossen. Wir wollen 2024 der erfolgreichste, modernste Sommersportverband sein. Vorbild für mich ist derzeit der Ruderverband. Der hat das in den letzten Jahren wirklich gut gemacht. Der Präsident, der Horst Nussbaumer, ist ein Freund von mir. Der hat wirklich aus dem Ausland sehr, sehr gutes Trainerteam gemacht, hat die Österreicher und Österreicherinnen mit diesen Trainern stark gemacht, hat sie ausgebildet, die haben wirklich Top-Platzierungen erreicht in den letzten Jahren und es ist ein sehr schlanker Verband, aber die, wie gesagt, die haben halt ein paar Bootsklassen, aber die haben den Ansatz, die Top-Trainer so ein bisschen zu
klonen vom Wissen her, dass die mehrere Trainer als Projekttrainer nehmen und diese dann nach oben führen. Und das ist eigentlich ein schöner Ansatz, der mir sehr gefällt und wir wollen den Ruderverband mit ihm mitziehen und vielleicht überholen. Wenn wir jetzt, wenn wir schauen, jetzt die Olympischen Spiele, der Luki hat den 6. Platz gemacht, eigentlich hat er 6. bei 2 6. Plätze auf dem Ruderverband. Aber sie waren manchmal Weltmeister und Europameister. Das heißt, so in der Mittelsaison waren sie stärker bei Olympia, eigentlich nicht. Und da war es jetzt auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, mehrere Sportfachverbände. Das wären schöne Lösungen, wenn man vielleicht einmal einen Physio gemeinsam nimmt oder gemeinsame Projekte macht und an dem werden wir arbeiten, dass die Sommersportverbände ein bisschen mehr zusammenhalten, die das wollen. Was müssen wir kurz- oder mittelfristig durchsetzen? Wir wollen wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung kommen. Wir wollen unsere Trainer, also unsere Trainer und Athleten sollten ein Team sein und unser Leitbild des Verbandes durchsetzen. Wir werden, das sind alles, ich weiß schon, das sind sehr schöne Worte, aber wir werden sie in Projekte fassen und umsetzen. Was müssen wir finanziell machen? Wir müssen ein schlanker Betrieb sein, das heißt, wenn man uns vergleicht, wir sind circa vom Budget her wie der Tischtennisverband oder Handball oder Turnen. Und wir haben im Büro eigentlich nur noch 5 Leute sitzen, wobei man sagt, die Lise ist sogar eine Teilkraft, die viel auf dem Platz auch steht. Das heißt, sie ist auch halb Trainerin und halb in der Organisation. Das muss unser Weg auch sein, dass wir Teile, also Leute von der Organisation nach außen bringen zum Platz, die uns dann bei den Athleten und den Trainern helfen. Was noch ein Ziel sein wird, wir müssen eigene Produkte schaffen und eigene Finanzmittel auftreiben. Das werden auch Projekte in den nächsten 2, 3 bis 4 Jahren sein, das sind gar nicht so leicht, aber es gibt schon Ideen und wir müssen einfach schauen, dass wir nicht nur abhängig sind von öffentlichen Geldern. Internes Ziel für uns, ist, also für mich wäre es, Hannes auch natürlich helfen, und es ist ganz wichtig, dass wir dass die Athleten, wenn sie außergewöhnliche Leistungen bringen oder Kaderathleten sind, dass sie das Gefühl haben, der Verband ist interessiert an euch, der Verband will euch helfen oder der Verband meldet sich bei euch und will was mit euch gemeinsam arbeiten. Deswegen machen wir auch den Schritt, dass wir mehr auf die Athleten zugehen müssen und auf die Trainer und schauen, wo man helfen kann. Die Randbedingungen sind klar, wir haben erfolgsabhängige Verbandsförderungen. Da will ich nicht zu viel darauf eingehen, aber bei diesen erfolgsabhängigen Strukturen ist es so, dass nur Platzierungen von Europa- und Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen Platz 1 bis 8 zählen. Und im Nachwuchs ebenfalls 1 bis 8, wobei die U23, U20 WM und U23 EM zählen. Das heißt, U18 oder darunter zählt gar nicht, ist natürlich trotzdem wichtig. Aber ihr seht schon, ich meine, ein Platz 1 bis 8 bei Olympischen Spielen in der Leichtathletik ist kein leichtes, möglich, aber kein leichtes. Und da müssen wir halt alle zusammenrücken und zusammenhelfen. Bei diesen erfolgsabhängigen Verbandsförderungen ist es so, es wird ein bestimmter Geldbetrag herkommen, also hat er vorher gesagt 4 Millionen Euro, und die werden unter den 60 Verbänden aufgeteilt. Nach dem Punktesystem dann nimmt man die Verbände her, schaut, wie viele Punkte haben die gemacht, zum Beispiel Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, kriegen jeweils Platz 1 bis 8 Punkte, die werden zusammengezählt und dann werden die Verbände miteinander verglichen. Nachteil ist, dass wir, ich würde mal sagen, eines der höchsten Niveaus weltweit haben mit Schwimmen und Radfahren. Vorteil ist, dass wir natürlich in mehreren Disziplinen punkten können. Wie gesagt, die Ruder haben den Vorteil, dass sie nicht so viele Trainer brauchen, dafür haben sie aber nur 5 Klassen. Und wir haben viel mehr Klassen, wo wir auch erfolgreicher sein können. Also das eine ist vielleicht ein Nachteil, aber die Vielfalt der Leichtathleten könnte auch unser Vorteil sein. Was noch ganz deutlich sich durchgesetzt hat bei den letzten Gesprächen, der Bundessportförderungsfonds will Internationalität und fördert internationale Trainer zweckgewidmet. Das heißt, er gibt, so wie es auch bei der Inga Babakova war, ich freue mich sehr, dass sie da ist, haben wir vor dem Olympischen Spiel für kein Geld, das heißt gefördert, vom Team Rot-Weiß-Rot oder vom Rio-Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind Möglichkeiten, die wir annehmen müssen. Das war damals von Stolznadel und von Peter Mendel, vom Generalsekretär des
des Deutschen Olympischen Komitees, der mit der Inga lange zusammengearbeitet hat auf europäischem, im Europäischen Olympischen Komitee. Und das sind halt Angebote, die wir annehmen müssen und das Wissen von diesen Top-Trainern in Österreich festsetzen in unseren Köpfen. Das bei den, zum Beispiel bei den letzten Verbandsgesprächen war das eine Folie von uns. Wir haben unsere Ziele, die wir hatten, vor dem Jahr aufgeschrieben und konnten vorherig halt alles mit Ja beantworten. Alle oder die meisten von euch, die im Nachwuchs so tolle Leistungen gemacht haben, sind da. Das freut mich sehr. Wir werden dann auch nachher bei den Ehrungen nochmal extra darauf eingehen. Also es wird dann die allgemeine Klasse, Olympia Sechster, der Luki, Top-Platzierung, EM-Ivi, tolle Leistung mit 6408 Punkten, wirklich richtig toll, eine EM-Medaille. Auch die Andrea Meyer, die ein bisschen abseits vielleicht vom Stadion, aber die schon das sechste Mal Weltmeisterin geworden ist und glaube ich Leistungen auch. Und dann im Nachwuchs war es auch ein spezielles Jahr. Also ihr habt wirklich tolle Leistungen gemacht, U20, gleich 4 Top 10 Platzierungen. Natürlich an der Spitze die Sarah, die sogar bei der U18, also U20 und U18 zwei Medaillen gemacht hat. Das ist wirklich außergewöhnlich. Das habe ich jetzt auch noch nie so gesehen, finde ich ganz toll. Und auch die natürlich zwei zweiten Plätze bei der 18 EM und den dritten Platz. Das war schon wirklich ein außergewöhnliches Jahr und freue mich sehr, dass ihr da so wirklich mitten in der Weltklasse dabei seid. Ich gehe noch auf die Medaillen kurz ein. Danke nochmal für deinen Einsatz, Sarah, das war ganz toll. Ich glaube, es war ein schön, man sieht Gold schön, dann auch die Punkteanzahl, das war in der IAF so ein schönes Foto, das wollte man gerne nehmen, auch die, man sieht die Emotion. Und dass das in so kurzer Zeit so funktioniert hat, ist wirklich bewundernswert. Auch danke an Georg, der ist nicht hingekommen. Stefan, natürlich gratuliere zum zweiten Platz. Dich sehe ich öfter in der Südstadt. Ich sehe, wie du deine Runden drehst. Und auch eine ganz tolle Leistung, gerade im Vorfeld, im Winter. Gar nicht so leicht die Vorbereitungszeit. Danke auch für deinen Einsatz. Und dann den Leon, den habe ich eigentlich so richtig erst heute kennengelernt beim Werfen. Danke auch für deine überraschenden Leistungen, weil du ja eigentlich bist noch nicht so lange dabei und hast schon richtig durchstarten können. Und dann auch danke an die anderen, natürlich die Top 10 Platzierungen und alle, die dort waren. Ich habe schon kurz angesprochen, das waren unsere Top-Platzierungen bei den allgemeinen Klassen. Die ersten zwei war ich eigentlich ein bisschen beteiligt. Der Luffy hat sich wirklich gut durchgesetzt und danke nochmal sehr. Eine schöne Zusammenarbeit mit dir, das ist, macht echt Spaß. Ivi auch, ganz 4 Trainer haben zusammengearbeitet, an alle Trainer danke, das war ein tolles Jahr und Andrea ist nicht da, aber auch an den Andrea und Milan Kubert, der sich da voll reinhaut, das war schon ein unglaublicher Auftritt von mir. Was man schon sieht, von der Presse her hatten wir einen Auftritt, den wir so noch nie hatten, ja, das ist die Sportlerwahl, das sind die Top 10 bei den Männern und Top 10 bei den Frauen. Wir hatten nicht so viel, ich weiß, nur immer eine entweder Frau oder Mann. Bin ich richtig, glaube ich. Das erste Mal hatten wir bei beiden Bewerben unter Top 10 und das sind halt andere Sportler wie Skifahren natürlich ganz dominant und sogar bei den Frauen zwei sogar gut, weil sogar die Ivi zweite geworden ist bei der allgemeinen Wahl, wirklich beachtenswert. Und die Andrea sogar noch zehnte und der Luki fünfter, wobei wir gegen Hirscher sicher auch nicht leicht. Und der Luki ist aber dann Aufsteiger des Jahres geworden und die Natalia, auch trainiert, die Paralympische, die gewonnen hat. Also in der Leichtathletik waren wir eigentlich mit 5 Nominierungen so stark wie noch nie. Bis jetzt hatten wir maximal eine. Und wenn man die Paras dazu zählt, 2. Das heißt, wir sind medial schon viel präsenter. Super, das heißt, gewesen als früher. Schon in den 4. Platz wollte ich noch sagen. Auch wollte ich da auch gratulieren zum Beispiel, möchte ich so sehen. Ich glaube, lässt man mal hinter. Auf jeden Fall, wir sind viel präsenter als früher und man wird auch darauf angesprochen. Ja? Auch bei der BSU gestern, bei der Ehrung, haben wir gesagt, ihr seid ein frischer Verband, es macht Spaß, euch zuzuschauen und dem wollen wir genügend Zugriff machen. Was ist in den letzten Jahren das, passiert? Ich würde mal sagen, so die große Änderung ist eigentlich mit dem Beginn von Helmut, also Magister Helmut Baud, ist unser Generalsekretär. Der ist eigentlich unglaublich, der macht
Unsere Pressearbeit ist so nebenbei in der Nacht. Der ist für alles zuständig, hat immer ein offenes Ohr und hilft einfach permanent und ist ein, also ich habe noch nie einen Generalsekretär gesehen, der so viel arbeitet und so viel an sich, also an sich reißt und hilft, und wenn es einer nicht macht, macht es er. Also den Hannes, das ist wirklich, haben wir ein Glück, dass der unser Generalsekretär ist, der wirklich Tag und Nacht schuftet und auch sehr gute Dinge. Ich konnte das erste Mal mit ihm zusammenarbeiten bei der Indoor-Halle. Wir haben gewusst, dass wenn es innerhalb von 6 Monaten nicht steht, wird es nicht gebaut. Ja. Das war klar, dass der Minister irgendwann gewechselt wird. Und deswegen haben wir das richtig durchpeitscht, sind sehr viel ins Ministerium gefahren und wirklich nach 6 Monaten die Planungsphase war die Halle dann fertig. Die, die in der Südstadt trainieren, glaube ich, haben den Mehrwert schon erkannt oder sehen, dass das besser ist als die früher die 20 Meter Laufbahn. Und ich glaube, dass wir das, in Innsbruck ist auch was Tolles entstanden gerade, die WOB-Halle, die ist ab 1.11. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche für die Leichtathletik nutzbar, auch eine ganz tolle Sache. Ich glaube, wenn wir so mit kleinen Hallen beginnen, ich kann mich erinnern, damals sind wir beim Ministerium standen und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir laufen können im Raum Wien. Und er hat gesagt, wo wollt ihr jetzt nicht stehen? Dann haben wir gesagt, du, vielleicht nur zwischen 2 Fußballfeldern, irgendwas Überdachtes, aber nur irgendwas, wo wir trainieren können. Und das hat ihnen so gefallen, dass wir nicht so gesagt haben, wir brauchen gleich einen 200 Meter runter mit 4.000 Zuschauern, sondern wir haben bescheiden angefangen und haben die Förderung sofort gekriegt. Das waren eigentlich 1,3 Millionen innerhalb von 6 Monaten, die uns keinen Euro kostet haben. Und so bescheiden wollen wir weiter vorgehen. Wir müssen halt schauen, dass wir mit kleinen Hallen beginnen und vielleicht dann mit großen, so wie es in Linz bald passieren wird, was auch sehr schön ist. Also wenn die Linzer Halle dann steht, dann wird dann natürlich der Linzer Raum, oberösterreichischer Raum richtig belebt, und ich freue mich richtig darauf, dass dann dort noch mehr drin werden kann. Und weil die Dips Arena ja nicht wirklich oft offene Zeiten hat. Ja, 2012 ist dann Jürgen Mahler gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch so aktiv erlebt habt, er war eigentlich Sportdirektor in Deutschland lange Zeit, zur stärksten Zeit des deutschen Leichtathletikverbandes. Ist ein riesig heller Kopf, hat uns viel geholfen in der Konzeptionierung, ist jetzt in Pension. Den Jürgen wieder ins Boot zu kriegen, wird auch ein Ziel von uns sein, weil er einfach Weltmeister trainiert, ist ein sehr guter Trainer auch. Er hat im Verband vieles bewirkt, viel Positives. Er ist auch damals auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich als Trainer arbeiten will, hat mich gefördert eigentlich und hat dann mit dem Präsidenten, unserem Ex-Präsidenten, ist ziemlich aneinander geraten und hat dann das Handtuch geworfen, was sehr schade ist, aber das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen, hoffentlich. Gut, also ich habe dann so knapp um 2013 begonnen. Das erste, was dann war, wir haben eigentlich, ich habe damals mit Erschrecken festgestellt, der Philipp hat einen 8. Platz bei Olympischen Spielen gemacht und hat eigentlich vom Verband eigentlich gar nichts bekommen und war nicht so ein richtiger Konsens zwischen Verband und Philipp. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, komm mit ins Boot und hilf uns. Und dann das hat gut funktioniert, und dann ist der Silvio auch gleich gekommen. Die Karin in der Südstadt, die Lauftruppe sehr gut leitet, und die Victoria. Und man sieht schon, also wir haben deutlich, seit 2012 haben wir schon einige Trainer mit ins Boot geholt, dann auch die Lisi nachher, dann noch dazu geworfen und dann ist im Verband gekommen, auch die Olivia. Ist schön zu sehen, dass auch ehemalige Athleten den Weg in den Verband suchen. Wenn ihr das auch vorhabt, würde ich euch einen guten Rat geben, wenn ihr studieren wollt, vergesst nicht vielleicht das Lehramt zu studieren, weil unser Ziel muss sein in Zukunft, oder ist auch unser Ziel, wir müssen in die Schulen mehr reinkommen, über die Lehrer, über leichtathletikaffine Lehrer. Und das wird ein Projekt werden, muss es werden, im Staatsschulrat zu reden. Ich habe schon einige Gespräche gehabt, die sind eigentlich alle positiv. Und die Leute wollen gute Sportler auch als Lehrer haben. Also wenn das irgendwie für euch in Frage kommt und ihr habt Interesse am Sport, anzubleiben oder nachher auch den Sport Fuß zu fassen, wäre sicher nicht schlecht, dass ihr früh genug uns das sagt, weil während ihr das studiert, könnte man natürlich schon früh genug schauen, mit den Verantwortlichen reden, wo da Plätze frei werden, und
wo wir miteinander auch für die Leichtathletik wieder Raum schaffen können. Das macht der Volleyballverband richtig gut. Wir haben 200 Wochenstunden jede Woche geparkt eigentlich im Ministerium für Unterricht. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial, weil die bezahlen eigentlich ihre Trainer über das Unterrichtsministerium und wir bilden auch unsere Schüler auch noch zu guten Sportlern aus. Und das ist eigentlich, was hat auch der Spielverband eine Zeit lang betrieben, finde ich eigentlich ein schönes Modell. Und das sollte auch eine Strategie von unserem Verband werden, dass wir in die Schulen reinkommen, aber als bezahlte werden. Gut. Das ist derzeit unser Bild der Verbandstrainer, wobei, schade, die Karin hat zum Beispiel da kein Foto drin, Viktoria ist eh oben, Wolf ist auch vertreten. Ich glaube, ihr kennt es alle, ich gehe es kurz vor. Also ich mache mit Hannes die sportliche Leitung, Sportdirektor, Sportkoordinator. Ich gehe dann nochmal näher darauf ein, wer was von uns macht. Die DC ist Nachwuchskoordinatorin, der Philipp ist Nationaltrainer für Springtüren und die Staffeln. Projekttrainer ist die Viktoria, die auch in der Südstadt das BSFZ leitet. Günther ist jetzt auch ein Jahr dabei, es ist schön. Freut mich, dass auch ein ehemaliger Weltklasse-Athlet, der so viele österreichische Rekorde hat, auch uns im Lauf als Teamleiter unterstützt. Dann der Rafi Balic, auch ehemaliger Athlet. Also wir sehen schon, auch da eigentlich lauter Athleten, da geht es weiter. Ja. Also im Prinzip dann auch Wolfi als Nationaltrainer, Sprung, der Wolfi. Ja. Danke auch für deine Hilfe, auch bei der Idee. Du hast ja gesagt, du bist Nationaltrainer, Sprung, werden wir noch reden drüber, aber du bist im Sprung sicher noch weiter beteiligt und dabei. Danke für deine Hilfe, auch jahrelang. Man sieht, Wolfi hat auch sehr viele Top-Athleten und viele Jahre an die Spitze gebracht und ein ganz wichtiger Rückhalt. Silvio, schade, wir haben da auch kein Foto, das werden wir irgendwie ändern. Also wir sollen alle Fotos haben. Silvio unterstützt natürlich. Wir haben dann aufgeteilt die Trainer und die Bundessportzentren. Ja, ich bin beim Ruf noch nicht fertig. Danke auch Rainer, dass du hilfst, das Projekttrainer mit der Wiese gemeinsam. Freut mich, dass es eine schöne Zusammenarbeit. Wir haben dann die ÖLV-Trainer in die Bundesleistungszentren untergeordnet und dann die Stützpunkte. Leistungszentren wären drei. Das ist Wien-Südstadt, Linz und Dornbirn. Nur Wien-Südstadt und Linz. Dornbirn ist Stützpunkt und ja, in Salzburg ist die Olympia gekommen. Sonst sind natürlich bei den Stützpunkten in Innsbruck und in Linz sind noch mehrere auf Honorarbasis Trainer unterstützt. Gut, nein. Jüngste Neuerung. Ja, wir haben schon gehört, wir machen aus 1, machen wir 2. Das heißt Sportdirektor Hannes. Ich bin jetzt operativer Sportdirektor und der Hannes ist Sportkoordinator. Das ist nur eine Bezeichnung. Der Hannes macht alles, was er bisher gemacht hat, so wie immer weiter. Weil das Hannes sehr gut gemacht hat, jahrelange Erfahrung hat, international so gut vernetzt ist, alle Leute kennt. Könnte man keinen besseren vorstellen, der das machen könnte, international. Und gerade bei den Meetings sieht man, wie viel du kennst und wie viel du Leute durch bei den Wettkämpfen reinbringen kannst. Also das Betätigungsfeld bleibt unverändert. National Wettkampfbetrieb, international Wettkampfbetrieb. Du arbeitest den Wettkampfplan, den Turnusplan. Dann Kaderförderung, Kursmaßnahmen, alles was mit HSZ zu tun hat, Sporthilfe ansuchen, Untersuchungscheck, alles was wie bisher alles läuft über Hannes. Hannes macht intern, das kommt sie nicht zu mit, aber wir haben sehr viele Kommissionen. Ein Beispiel eine Sportkommission, Verbandstag, Hannes bereitet da immer die Unterlagen sehr gut vor und unterstützt uns da mit seiner. Wie lange bist du dabei? 30 Jahre. Genau 30 Jahre. 30 Jahre. Und im Endeffekt, Sportdirektor, wir wurden von der BSO oder auch von anderen Institutionen in Österreich angesprochen und gesagt, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr draußen kompakter vorgehen mit Helmut gemeinsam. Jetzt haben wir uns eben dann von 2 auf 3 erhöht, die Manpower. Und jetzt gilt es halt, den Verantwortlichen vom ÖOC, Sportliche Bundesheer und so weiter für uns bessere Konditionen rauszuschlagen. Das heißt, ich nehme mal zum Beispiel gleich die Heeressportler her. Wir hatten vor so 1,5 Jahren einen ziemlichen
Streit, ja, schon Streit. Also da hatten wir eine Reihung intern, das Bundesrat sich überworfen hat. Wir haben eine Reihung gehabt von 1 bis 10. Man hat uns am 4. rausgehauen, am 7. rausgehauen, dann die 11. genommen. Da sind wir ziemlich aneinander geraten. Da bin ich auch ein bisschen, wir sind gemeinsam eigentlich ein bisschen gewählt worden, haben gesagt, okay, wenn die das in Zukunft so machen, dann wollen wir es wachsen, dann wird überhaupt nichts zu tun haben. Da hat es ziemlich Streit gegeben und eineinhalb Jahre später haben wir 11 Plätze. Also manchmal ist eine Reiberei international, in den nationalen Gremien ganz gut. Und ich glaube, da sind wir, wenn wir zu dritt sind, stärker und wir sind bereit, das auch zu machen. Und auch das IOC, das Standing am IOC ist bei uns gerade sehr gut. Auch den, natürlich die Leistung von Luki hat da noch mitgeholfen, am Engel als ständigen Kontakt mit uns und kann natürlich auch viele Projekte unterstützen, was uns bei der NEOFI zugute kommt. Da gibt es normalerweise eine Regelung für limitierte Starterfelder, können wir vielleicht auch noch in die Höhe schrauben. Sind alles so kleine Sachen, wenn man mit ihnen spricht, ist eigentlich ganz schön viel möglich. Die jüngste Neuerung, ich freue mich, dass ich unseren neuen Lehrkampfteamleiter vorstellen darf. Wir haben in den letzten Wochen so eigentlich unser Trainerteam angeschaut und waren eigentlich traurig, aber doch auch gestürzt, dass eigentlich unsere stärkste, vom Nachwuchs sicher die stärkste Disziplinengruppe, nämlich der Mehrkampf, keinen Mehrkampf-Nationaltrainer hat. Und das liegt auf der Hand. Georg hat vor, ich glaube, 10 Tagen. Also du bekommst den erst am 9. glaube ich, nicht den European Coaching Award. Aber verliehen hast du schon bekommen, offiziell, oder? Aber abholen du hast den am 9. habe ich im Netz gelesen zumindest. Das. Am meisten kriegst du den. Auf jeden Fall recht herzliche Gratulation dazu. Und das, was ist naheliegender, als dich zu fragen, ob du das machen würdest, obwohl wir natürlich wissen, dass du sehr viel zu tun hast. Aber in erster Linie soll das ein fachlicher Ansprechpartner, du sollst der fachliche Ansprechpartner sein und auch vielleicht bei der einen oder anderen Fortbildung mithelfen und unterstützend dieser Sparte zu helfen. Das wäre ganz nett und das machst du auch. Willst du ein paar Worte dazu sagen? Oder? Ja, ich habe mich gefreut, dass du mich angesprochen hast deswegen und ich muss sagen, dass jetzt vakant war, habe ich auch schon überlegt, wie der Mehrkampf wieder belebt werden könnte oder dieser Bereich eben ausgefüllt werden könnte. Und eigentlich habe ich mir dann doch gedacht, absagen will ich das nicht, nachdem ich im Moment so involviert bin im Mehrkampf mit einigen hoffnungsvollen Athleten und mit insgesamt 120 Zehnkämpfen und 4 Olympiateilnahmen, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung mitbringe, die ich den jungen Athleten weitergeben werde. Wir freuen uns darauf. Ja, danke, dass du angekommen hast. Ja, und eine zweite Neuerung noch, zumindest auch für das heurige Jahr. Wir haben die Unterstützung wiederbekommen nach den Olympischen Spielen. Wir dürfen Inga Babakova wieder begrüßen in Österreich. Danke für den thank you very much for your support. Viele von euch werden sie vielleicht kennen. Ich selber kenne sie noch von eigentlich meinen Wettkämpfen. Sie war fast überall und hat fast alles gewonnen. Wenn man schaut, sie ist 50 Mal über 2 Meter gesprungen. Sie hat Olympische Spiele, Bronze, 5. Platz, da war sie sogar verletzt. Finalistin 2-mal bei Weltmeisterschaften Freiluft, 5 Medaillen und 3 Medaillen in der Halle. Und das mit 2 Kindern. Ist bemerkenswert und ich muss sagen, auch bei der Medaille von der IWI hat sie sehr großen Anteil. Ich hätte sogar gesagt 30% etwa, weil ich habe das ganze Krafttraining nach ihr umgestellt. Bin eigentlich neue Wege gegangen und mit Wolfi gemeinsam ist der Sprung hat richtig gut funktioniert und I speak in German, so, but I told about your successful und wir freuen uns, dass das ist nämlich wieder dieser Fall. Wir bekommen vom Förderfonds Zweckgewinn mit Geld für internationale Top-Trainer, kostet uns nichts und wir profitieren davon. Das ist schön. Ja, als Coach, das war Ihre Karriere als
Leichtathletin. Als Coach hat sie Viktor Stupina betreut, Bestleistung 2 und 2, Olympia France und einmal Finale in Peking und in London, was ich so viel ich weiß verliert. Und heuer hat sie uns bei Lili geholfen und unterstützt jetzt auch die Nina Olympia und wir werden dann noch in den nächsten Wochen eine Ausschreibung machen. Wir werden so ein Hochsprung-Scouting machen, schauen, wer noch in die Gruppe reinkommen kann und sie unterstützt uns dann. Wir wollen genauso hoch hinaus vielleicht wie die Inga. Ihre Bestleistung ist 205. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Das hat vorhin. Das war der Sprung 205. Danach hat sie Weltrekord auflegen lassen, knapp nicht geschafft, das habe ich nicht mehr zeigen, aber 2.10 dann. Sie geht ein bisschen andere Wege, also mir ist aufgefallen, mit der Ivi haben wir immer gebraucht, pro jedem Training fast ein Dehn für den Sprungfuß. Bei der Inga ab dem zweiten Training kein Dehn mehr. Weil sie attackiert, das hat sie sicher mitgekriegt, attackiert ganz anders biomechanisch, geht sie es anders an und ich glaube, dass das ein Versuch wert ist. Man sieht, es ist auch sehr oft sehr spät eingestiegen. Ich glaube damals 94, 98, 2 Meter. Ja, 94, 98, 2 Meter. 2. Also, da haben wir einen ganz guten Trainer, wirklich da. Thank you very much. Danke, thank you.